Für mich war der ganze Abend ein Highlight. Ich habe ja einmal den Deutschen Rednerpreis aus der Taufe gehoben. Wir hatten heute Abend den vierten Preisträger, Bundespräsident AD Professor Roman Herzog. Und er hat uns mit seinem Wortwitz, seiner Authentizität und seiner Schlagfertigkeit geradezu begeistert. Und wenn wir ihn nicht vorher schon ausgewählt hätten, spätestens nach seiner Dankesrede wussten wir, dass wir damit genau richtig liegen. Und ein ganz persönlicher Höhepunkt auch in meinem Leben war, dass wir im Mai diesen Jahres bereits in einer Privataudienz seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama, den Global Speakers Award verleihen durften. Das war für mich eine besondere Herzensangelegenheit, an der ich 4 Jahre gearbeitet habe. Und es hat mich in jeder meiner Körperzellen berührt. Der Dalai Lama hat eine Ausstrahlung, ein Charisma, das kann man in Worten nicht beschreiben. Und deshalb war es für mich wirklich ein magischer Moment in meinem Leben, ihm begegnen zu dürfen, ihm unseren GSA Award zu überreichen. Dann haben wir noch einen Schal, so einen weißen Schal umgehängt bekommen, der für Friede, Glück und Liebe steht. Was will man mehr im Leben? Ein ganz besonderer Moment, für den ich sehr dankbar bin und den ich heute Abend mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier teilen konnte. Für mich liegt der USP der GSA darin, dass wir uns international vernetzen und dass wir die einmalige Gelegenheit bieten, großartige Speaker aus anderen Ländern, ob aus England oder Kanada, Australien, meistens aus den USA, bei uns zu haben, die mit ihrer frischen, unkonventionellen, aber dafür sehr professionellen Art ihre Erfahrungen mit uns teilen. Wir Deutschen neigen ja eher dazu, ja, nichts abgeben zu wollen. Ja, der andere könnte dann ja besser werden als wir. Und was ich bei den Amerikanern gelernt habe, ist, let's make the pie bigger. Das heißt, lass uns den Kuchen gemeinsam größer machen, dann haben wir alles davon. Und es ist für uns immer eine besondere Freude und Ehre, dass der jeweilige National President der NSA Association zu uns kommt und auch der oder die amtierende Weltpräsidentin. Weil wir sind ja nicht nur nationale Verbände, sondern wir haben einen Dachverband, die Global Speakers Federation, die die Möglichkeit bieten, mit Kollegen aus anderen Ländern Erfahrungen zu teilen. Und da hatte ich einmal ein Schlüsselerlebnis vor einigen Jahren. Da wurde ich angefragt für einen Workshop, natürlich über Time Management, in Österreich von einer finnischen Firma. Und an diesem Tag konnte ich nicht, aber meine damalige Kollegin Robin Spears von Neuseeland, die gerade in Dubai war, wo ich sie anrief, reiste dann einen Tag früher zu unserer Convention an und sie hat dann diesen Auftrag übernommen. Und ist das nicht verrückt? Eine Firma aus Finnland fragt mich an für einen Vortrag in Englisch in Österreich und ich gebe ihn weiter an eine Kollegin aus Australien, die gerade in Dubai ist. Und das ist für mich dieses Think Globally. Und das kann man eben bei der GSA und bei der Global Speakers Federation lernen. Und das gibt es nirgendwo anders auf dieser Welt. Und das finde ich einfach großartig.